Ihr könnt euch das nicht vorstellen, aber in Afghanistan verkaufen gerade reihenweise Eltern ihre Kinder. Ich habe selbst eine Frau getroffen in Afghanistan, habe sie interviewt, weil sie eine Niere gespendet hatte. Und dann sagte sie mir, während sie ihr Kind auf dem Arm hielt, ich verkaufe auch dieses Kind, weil nur wenn ich dieses Kind verkaufe, kann meine Familie überleben. Seit die Taliban im August 2021 die Macht übernommen haben, geht's mit dem Land immer weiter bergab. Ich bitte die Welt, uns zu helfen. Sie müssen uns helfen. Meine Kinder sind doch noch so klein. Wir haben einfach nichts mehr hier und mein kleiner Junge ist krank. Während die ganze Welt auf den Krieg in der Ukraine schaut, ist die Situation in Afghanistan wahrscheinlich so schlimm wie nie zuvor. Und dafür gibt es Gründe. In der zweiten Folge von Atlas erfahrt ihr, wie es zu dieser katastrophalen Lage kommen konnte. Warum Eltern ihre Kinder verkaufen, wie viel Geld sie dafür bekommen und welche Verantwortung wir, also der Westen, für die Lage vor Ort tragen. Leute, bevor ihr jetzt direkt den Kopf in den Sand steckt, es gibt auch noch Hoffnung für Afghanistan. Für dieses Video habe ich nämlich mit einer Korrespondentin gesprochen, die mitten in Afghanistan die vielleicht mutigsten Frauen der Welt getroffen hat. Mein Name ist Don Pablo Mulemba, ihr schaut Atlas, freut mich, dass ihr am Start seid. Wir haben viel zu besprechen, deshalb gehen wir das Ganze Step by Step an. Lasst uns als erstes darauf schauen, wer da gerade überhaupt seine Kinder verkauft. Und warum? Bei meiner Recherche bin ich ziemlich schnell über eine Zahl gestolpert, die mich wirklich schockiert hat. Rund 121.000 Kinder sind in Afghanistan seit August 2021 verkauft worden. 121.000 Kinder. Das sind ungefähr so viele, wie in Deutschland in 2 Monaten geboren werden. Das ist eine unfassbar hohe Zahl. Die Kinder werden aber aus sehr unterschiedlichen Gründen verkauft. ARD-Korrespondentin Sibylle Licht hat in der Provinz Kandahar im Dezember diese Frauen getroffen. Die Taliban verlangten, dass ihre erwachsene Tochter den Mann heiratet, den sie im Alter von nur 2 Jahren versprochen wurde. Seit die Taliban hier sind, haben wir viele Probleme. Wir sind empört und sehr besorgt. Sie war einfach 2 Jahre alt, als sie irgendeinem Typen versprochen wurde? Vielleicht habt ihr davon sogar schon mal gehört. Der offizielle Begriff dafür ist frühkindliche Ehe. In Afghanistan ist das schon länger Praxis. Für viele Mädchen kann das der pure Horror sein. Es drohen Unterdrückung, Vergewaltigung bis hin zur Versklavung. Und seit die Taliban zurück an der Macht sind, ist die Situation für die Mädchen noch mal schlimmer geworden. Ich habe mit Hila Lima darüber gesprochen, die selbst afghanische Wurzeln hat und die NGO Visions for Children leitet. Unabhängig von Afghanistan gibt es in vielen Ländern des globalen Südens den Akt der frühkindlichen Ehe. Das bedeutet zum einen, dass sie weniger Kinder versorgen müssen. Zum anderen bringen diese Hochzeiten auch tatsächlich teilweise eine Mitgift mit sich, wodurch sie dann die restliche Familie für einige Monate leider auch dann nur ernähren können. Mitgift habt ihr sicherlich schon mal gehört. Man spricht da auch vom Brautpreis. Den zahlt der zukünftige Ehemann an die Familie des Mädchens. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie viel Geld da so bezahlt wird. Bei meiner Recherche bin ich auf unterschiedliche Zahlen gestoßen. ARD-KorrespondentInnen haben Eltern getroffen, die ihre Kinder für $300 verkaufen. $300 für ein Menschenleben. Ganz ehrlich, Leute, ich kann das alles absolut gar nicht begreifen. Also ich hätte es mir bis zur Recherche nicht mal vorstellen können, was da alles abgeht. Deshalb habe ich mir auch dafür Hilfe geholt. Athena Rayburn arbeitet für Save the Children in Kabul und hat mir die Situation der Eltern erklärt. Es gibt keine Heizung. Die Menschen können sich keinen Brennstoff leisten. Sie haben nicht einmal Decken, Schuhe oder Jacken. Sie glauben, dass sie ihr Kind nicht so beschützen können, wie sie es eigentlich sollten. Und in der Situation erscheint es dann manchen Eltern fast wie ein aufopferungsvoller Akt, die eigenen Kinder wegzugeben. Die Frage ist nur, ob es den Kindern woanders besser geht. Denn Eltern versprechen den Ehemännern wohl immer früher, dass sie die Mädchen zu sich nehmen können. Teilweise schon im Kindesalter. Bislang war es so, dass sie zumindest bis sie 15 Jahre alt waren, zu Hause bei ihren Eltern bleiben konnten. Doch es trifft nicht nur Mädchen. Auch Jungs werden in Afghanistan verkauft. Allerdings aus anderen Gründen. Bei den Jungs geht es vermutlich eher um Kinderarbeit. Es ist ziemlich schwierig, darüber detaillierte Informationen zu bekommen. Die Menschen reden natürlich nicht offen darüber. Wir sehen, dass es passiert. Wir haben Beweise. Aber meistens können wir mit den Familien erst darüber sprechen, wenn es schon zu spät ist. Ganz ehrlich,
checke ich komplett, dass Eltern nicht darüber sprechen wollen, wie und warum sie ihre Kinder verkauft haben. Das muss so ein brutales Schamgefühl sein. Aber worüber ich bei der ganzen Geschichte selbst noch gestolpert bin, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wer seine Kinder verkauft. Aber von wem werden die Kinder dann eigentlich gekauft? In terms of who is buying or the children, it really varies. Die Kinder werden von ganz unterschiedlichen Leuten gekauft. Manchmal landen sie bei einer anderen Familie in der Gegend. Manchmal werden sie gekauft, um Kinderarbeit zu verrichten. Aber das ist alles ziemlich undurchsichtig. Es ist sehr schwer herauszufinden, wie es den Kindern dann geht, ob sie in Sicherheit sind oder überhaupt versorgt werden. And it's really hard to know how the child will be, ascertain their safety, make sure they have services. Ja, Leute. Und jetzt kann man natürlich sagen, dass das alles total tragisch ist und es einem für die Menschen im Land leid tut. Man muss aber auch sagen, afghanische Eltern verkaufen ihre Kinder nicht einfach so. Die Armut und das Elend in dem Land sind seit der Machtübernahme der Taliban unvorstellbar. Die Menschen sind teilweise so verzweifelt, dass sie einfach keinen anderen Ausweg mehr sehen. Und trotz allem gibt es noch Hoffnung für die Menschen im Land. Wie die genau aussieht, darauf schauen wir gleich. Aber damit wir die ganze Tragweite der aktuellen Situation checken, müssen wir einen kleinen Zeitsprung machen. Am 11. September 2001 fliegen zwei Flugzeuge ins World Trade Center in New York City. Tausende Menschen sterben bei den Anschlägen. Es ist der verheerendste Terroranschlag in den USA. Schnell ist klar, wer die Drahtzieher sind. Osama bin Laden und sein Terrornetzwerk Al-Qaida. Die USA vermuten, dass sich bin Laden in Afghanistan versteckt, protegiert vom Terrorregime der Taliban. Die Taliban regieren Afghanistan bereits seit 1996 mit brutalen Mitteln. Es gibt öffentliche Hinrichtungen, Frauen sind aus der Öffentlichkeit quasi komplett verschwunden und werden gesteinigt, wenn sie nicht den strengen Regeln der radikalen Islamisten folgen. Doch als die beiden Türme in Manhattan einstürzen, ändert sich alles. Der Präsident der Vereinigten Staaten erklärt den War on Terror. And we stand together to win the war against terrorism. Um Bin Laden zur Rechenschaft zu ziehen, marschieren die USA in Afghanistan ein. Auch Deutschland ist an der Mission beteiligt. Die Taliban werden gestürzt. 20 Jahre lang pumpt der Westen Milliarden an Entwicklungsgeldern in das Land. Die Taliban verschwinden nie ganz. Als die Truppen der NATO im August 2021 abziehen, dauert es nur wenige Tage und die Taliban sind wieder da. Mit schlimmen Folgen für die Menschen in Afghanistan. Vor den Taliban hatten wir alles. Jetzt aber können wir uns kaum noch Lebensmittel leisten. Wir haben so viele Probleme. Noch vor wenigen Monaten hatte ich ein Gehalt und konnte davon meine Familie ernähren. Aber das ist vorbei. Schon jetzt sind mehr als die Hälfte der AfghanInnen von extrem Hunger bedroht. Bald könnten nach offizieller Definition 97% der Bevölkerung arm sein. Das heißt, fast alle Menschen im Land haben weniger als 1,90 Dollar pro Tag zur Verfügung. Aber was ist seit der Rückkehr der Taliban eigentlich passiert? Seither ist alles viel schlimmer geworden durch die Sanktionen, durch den Umsturz, den Zusammenbruch der Wirtschaft. Ihr müsst euch das so vorstellen. Bis zum Siegeszug der Taliban hing Afghanistan am Tropf der Weltgemeinschaft. 75% des afghanischen Staatshaushaltes kam aus dem Ausland. Allein Deutschland hat 20 Milliarden Euro an Entwicklungshilfe in das Land gepumpt. Afghanistan war komplett vom Ausland abhängig. Aber seit der Machtübernahme der Taliban im August wurden die Gelder der afghanischen Zentralbank eingefroren. Sie liegen vor allem auf Bankkonten in den USA. Die Absicht der internationalen Gemeinschaft war, das Taliban-Regime soll nicht damit finanziert werden. Aber darunter leiden jetzt viele, viele Menschen im Land. Sie haben kein Geld, nicht zu essen und sind unterernährt. Die Ursache für Unterernährung ist Armut. Daraus folgt die Mangelernährung der Familien. Überall in Afghanistan gibt es diese Probleme. Die Familienväter haben keine Arbeit und kein Geld für Lebensmittel. Auch ihre Frauen sind unterernährt. Diese Mütter haben nicht genügend Milch für ihre Säuglinge. All diese Menschen treffen an einem Ort zusammen, an dem das ganze Ausmaß der Katastrophe so schonungslos sichtbar wird wie nirgendwo sonst in Afghanistan. Und zwar in den Krankenhäusern. Viele Kinder sind unterernährt und kommen auf die Spezialstation. Sie ist die einzige hier, zuständig für 4 Provinzen der Region. Mein Kind ist schwach, es hat Nierenprobleme. Eines meiner Kinder ist bereits an Unterernährung und Nierenfehlfunktion gestorben.
Die Situation im Land ist so verheerend, dass sogar Taliban-Führer die internationale Gemeinschaft um Hilfe bitten. Komplett absurd. Wir wünschen uns hier ein Krankenhaus. Ein Krankenhaus wäre am wichtigsten, denn es gibt in diesem Gebiet kein einziges und dieser Bezirk ist sehr groß. Nur in den umliegenden großen Städten gibt es medizinische Einrichtungen. Aber selbst dort, in den umliegenden großen Städten, wo es noch Krankenhäuser gibt, mangelt es an allem. Wir haben keine wirklich guten Medikamente mehr im Land. Nicht nur in unserem Krankenhaus. Das ist ein großes Problem. Nur einheimische Arzneimittel sind noch erhältlich. Keine originalen Präparate mehr. Das ist ein großes Problem in Afghanistan. Und das alles, Frauen, die nicht mehr arbeiten dürfen, fehlende Entwicklungshilfen, eingefrorene Konten, das alles führt dazu, dass sich die Armut in Afghanistan immer weiter ausbreitet. Dazu kommen Naturkatastrophen, Dürren, miese Ernten. In Afghanistan herrscht eine Nahrungsmittelkrise, wie es sie dort noch nie gegeben hat. Das werde ich heute kochen und es den Kleinen geben, damit sie überhaupt etwas zu essen bekommen. Eine kleine Schüssel Maismehl, mehr ist nicht im Haus. Aber es gibt noch Hoffnung für Afghanistan. Und die kommt aus einer Ecke, die man so nicht unbedingt erwartet hätte. Es gibt Widerstand gegen die Taliban und der kommt von den Frauen. Leute, das ist eigentlich unvorstellbar. Aber unter dem Terrorregime der Taliban, das junge Mädchen zwangsverheiratet und sie später unter dem Hijab zwangsverschleiert, sind es die Frauen selbst, die Widerstand leisten. Unerschrocken zog gerade eine Gruppe zum Ministerium für Tugend. Die Frauen verlangten, die Taliban sollten das Verschleierungsgebot zurücknehmen. Die Taliban wollen die Frauen am liebsten im Haus einsperren. Sie haben den Frauen gedroht, wenn ihr wieder auf die Straße geht, werden wir euch einsperren und foltern. Doch die Frauen wollen die Taliban dazu bringen, Frauenrechte anzuerkennen. Das klingt vielleicht aussichtslos, aber diese Frauen werden von ihren Familien und Freundeskreisen unterstützt. Der Widerstand gegen die Taliban ist also viel größer, als er bei den Protesten auf der Straße sichtbar wird. Aber auch wir hier in Europa können etwas tun. Der Westen müsste nach Lösungen suchen, ohne das Taliban-Regime politisch anzuerkennen. Denn das ist das Problem. Das Taliban-Regime soll nicht unterstützt werden. Klar ist auf jeden Fall, die internationale Gemeinschaft steckt beim Thema Afghanistan in einem Dilemma. Auf der einen Seite will niemand Geschäfte mit den Taliban machen. Und ganz ehrlich, ich kann das komplett nachvollziehen. Da herrscht gerade ein brutales Terrorregime, das Frauen unterdrückt und Digga, vom Mindset sind die Taliban im Mittelalter hängen geblieben. Allerdings stehen auf der anderen Seite Millionen Menschen, die hungern, verzweifelte Eltern, die ihre Kinder verkaufen, um die Familie ein paar Monate durchzubringen. Ein Land, das wirklich kurz vor dem kompletten Zusammenbruch steht. Und wir schauen hier einfach nur zu, oder was? Meiner Meinung nach muss etwas passieren. Wir müssen einen Weg finden, wie man den Menschen in Afghanistan nachhaltig helfen kann, ohne gleichzeitig die Taliban zu stützen. Aber wie kann dieser Weg aussehen? Was müsste eurer Meinung nach in Afghanistan passieren, damit das Land wieder auf die Beine kommt? Damit Eltern ihre Kinder nicht mehr verkaufen müssen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir von Atlas sind ab sofort jede Woche mit einem neuen Video für euch am Start. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, drückt die Glocke und abonniert unbedingt unseren Kanal. In unserer ersten Folge ist meine liebe Kollegin Teslim in die Welt der russischen Propaganda abgetaucht. Komplett absurd, sage ich euch. Zieht euch die Folge auf jeden Fall rein. Und unsere KollegInnen vom Y-Kollektiv haben Menschen getroffen, die auf Todeslisten der Taliban stehen.